Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Moin, ihr hippen Dutzend Dreherinners, herzlich willkommen zur aktuellen Gedankengrütze aus dem DICE Studio. Was soll ich sagen? Die Welt ist im Wandel und wir müssen uns langsam der unangenehmen Wahrheit entgegensehen, dass das Jahr 2019 und die ganzen Strukturen, die wir damals hatten, einfach nicht mehr funktionieren. Die Corona-Pandemie und jetzt auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine bringt uns dazu, einfach vieles Gelernte, vieles, was wir die letzten 30, 40 Jahre, für einige Leute noch länger hatten, einfach nochmal neu zu überdenken und dass viele Sicherheiten wegfallen. Und selbst wenn wir jetzt einfach sagen, alles klar, ich möchte mich eigentlich mit dem ganzen Kram gar nicht auseinandersetzen, weil das ist alles so schrecklich und macht alles so viel und das macht mir Angst, was vollkommen verständlich ist, so kriegt man doch spätestens in unserem Hobby dann doch auch irgendwann mit, dass auch das Einflüsse hat. Ich habe schon letztes und vorletztes Jahr habe ich schon das Thema häufiger mal angesprochen, dass die Corona-Pandemie zu großen Schwierigkeiten in den Lieferketten geführt hat. Wir haben es an den großen Herstellern vor allem gesehen. Games Workshop hatte musste ihre Releases irgendwie ein bisschen ummodeln. Unter anderem war auch, dass eine Warhammer Quest kam kurzzeitig raus, dann war es nie wieder da und jetzt ist es wieder neu da. Das war allerdings relativ schlecht kommuniziert. Das waren aber teilweise Probleme aufgrund der Lieferketten mit China, aufgrund von Rohstoffmangel, der durch die Corona-Pandemie irgendwie angekommen ist. Plus, dass auch andere Hersteller wie zum Beispiel Common oder Seaman, Song of Ice and Fire oder Fantasy Flight Games mit Star Wars, mit den Star Wars Spielen einfach auch Lieferschwierigkeiten hatten, weil einfach die komplette Weltwirtschaft dadurch beeinflusst wurde. Entweder haben Materialien gefehlt oder aber die ganze Logistik ist dadurch in die Schieflage geraten, die Weltwirtschaftslogistik. Und das ist bis heute nicht besser geworden. Und ich bin gespannt, was mit dem Ukraine-Krieg da passiert, inwiefern da noch es zu Engpässen wegen Rohstoffen kommen wird, was auch unser Hobby betreffen wird. Aktuell ist es aber tatsächlich so, dass die aktuelle Lage, was die Logistik weltweit angeht, sich nicht unbedingt groß gebessert hat. Die Preise für Verschiffung sind immer noch enorm riesig. Und wie ich aus erster Hand höre, haben wir immer noch fast 4- bis 6-fache Preise vom vor Corona-Zeit für einen Container, was zu enormen Lieferengpässen führt, weil einfach Container zu knapp sind, weil einfach Schiffe vor Häfen hängen, gerade in China, die ja nun eine sehr restriktive Corona-Politik noch immer fahren, dass da ganze Häfen und Städte abgeriegelt sind, dass riesige Schlangen und riesige Haufen von Schiffen vor den Häfen warten und einfach nicht die Möglichkeit haben anzulanden, weshalb wir wieder Containermangel haben. Und einfach diese Containerverschiffung einfach enorm teuer geworden ist und immer noch teuer ist. Ein bisschen Wilder Westen ist da. Wer einfach einen Platz bucht, der kriegt ihn nicht mal sicher, wenn jemand anders kommt, der mehr zahlt. Das ist tatsächlich ein großes Problem und ich kriege es auch aus der Brettspielindustrie mit, auch noch aus anderen Branchen kenne ich Leute und die sind alle am Ächzen. Und dass das dann irgendwann auch einen Einfluss auf unser Hobby nicht nur von Lieferengpässen, sondern auch aufgrund von Preisen kommt, das hätte jedem irgendwie klar sein können, dass es irgendwann kommt. Und nun ist ein ganz großer Fall aufgetaucht. Und zwar sind wir wieder beim Thema Common oder Seaman. Ich nenne sie einfach Seaman, weil Common klingt irgendwie so ein bisschen doof. Cool Mini or not, C-M-O-N. Ich nenne sie einfach Seaman, Simon. Das hat sich irgendwie eingebürgert. Also ihr könnt euch dann anders denken, wie es anders ausgesprochen wird. Und zwar ihr letzter Kickstarter, Marvel Zombicide. Vielleicht kennt ihr es, also ich glaube, die meisten von euch dürften Zombicide kennen. Und Zombicide ist ein All-Time-Favorite, gerade von Guillotine Games mit Seaman zusammen. Und da gab es dann eine Kooperation mit Marvel, dass es dann ein Marvel Zombicide gab. War sehr, sehr erfolgreich. Einer der erfolgreichsten Kickstarter, die Seaman überhaupt hatte. Und nun wurde der Pledge Manager, ich glaube letzte Woche wurde der geöffnet und viele, viele Leute sind vom Glauben abgefallen. Es gibt einen riesigen Shitstorm. Es gibt mittlerweile über 93.000, fast 94.000 Kommentare in dem Kickstarter bei Seaman. Und zwar geht es darum, dass die Preise sich für die Verschiffung nicht nur verdoppelt haben, in den USA fast verdoppelt, nach Europa aber dann nochmal vergrößert, also verdreifacht bis vervierfachen teilweise, je nachdem, was man für einen Pledge irgendwie gezahlt hat. Dass man, wenn man zum Beispiel die große Statue haben möchte, plötzlich nicht mehr 50 Euro oder 40 Dollar zahlt für die Verschiffung, sondern über 115 Dollar für die Verschiffung holt und man theoretisch dann im Endeffekt fast die Hälfte des Preises, in dem man eh schon bezahlt hat, nochmal oben drauf zahlen muss, nur fürs Shipping. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, niemand weiß, wie sich die Preise fürs Shipping entwickeln. Und natürlich ist es auch so, dass
die Firmen auch Geld verdienen müssen. Und wenn sie natürlich sagen, alles klar, das Shipping müssen wir kompensieren, dann kann es durchaus sein, dass aus den Spielen, die sie über Kickstarter finanzieren, plötzlich eine Nullnummer wird und die Firma nicht überleben kann. Das große Problem, also dementsprechend ist das gar nicht das Problem. Das große Problem ist allerdings, dass Seaman das in keinster Weise kommuniziert hat, sondern mit dem Pledge Manager irgendwie erst kam, dass er geöffnet wurde und dann die Leute vom Glauben abgefallen sind. Vor allem ist das dann auch noch der Fall, dass Seaman auch das EU-Friendly irgendwie nicht so ganz ernst genommen hat. Denn eigentlich sollte das EU-Friendly dafür sein, dass sich dann der Lieferant, der Hersteller mit seinen Partnern um den Zoll und die ganzen Einfuhrabgaben dementsprechend kümmert und das nicht beim Endkunden, dann beim Endverbraucher, beim Bäcker landet. Das ist jetzt aber auch der Fall. Gut, da hat Seaman nichts mit zu tun. Das hat sich vor knapp einem Jahr oder so geändert, dass man bei Kickstarter, wenn das außerhalb der EU ist und das nach in die EU geliefert wird, dass man nochmal die 19% für uns in Deutschland Umsatzsteuer nochmal oben drauf zahlen muss, weshalb das ja eh schon mal teurer geworden ist. Das fiel vorher heraus. Auf jeden Fall, das muss oben drauf gezahlt werden, plus dass einige europäische Bäcker extrem sauer sind, weil dadurch sich der Preis für viele Leute einfach so viel höher ist, dass fast schon, ich will nicht sagen verdoppelt, aber für viele Leute ist dieses Spiel plötzlich so viel teurer geworden und dann auch viele sich überlegen, alles klar, sie wollen ihr Geld zurückhaben. Natürlich muss man auch sagen, ja, Kickstarter ist einfach, ich weiß, es wird als Verkaufsplattform von Seaman benutzt, aber eigentlich ist es keine Verkaufsplattform. Alles, was wir an Geld reingeben, und ich backe ja auch einige Sachen, ist einfach Risikokapital, das wir einfach nicht zurückbekommen. Und damit muss man einfach rechnen. Aber die Kehrseite der Medaille ist ja, dass der Hersteller von Spielen darauf angewiesen ist, dass die Leute ihnen das Geld geben. Das heißt, es muss ein Vertrauensverhältnis sein. Und wenn dann sowas passiert wie Seaman, dass die einfach nicht kommunizieren, hey Leute, aufgrund der aktuellen Umstände müssen wir die Shippingkosten, die sind so hoch, das müssen wir weitergeben, sondern einfach knallbums, so ist das jetzt, dann kann ich mir schon vorstellen, warum viele Leute sagen, ich möchte einen Refund haben, ich möchte mein Geld zurückhaben, weil das war nicht Teil unserer Abmachung, das wurde nicht kommuniziert. Und dieser Shitstorm ist so groß, dass sich andere Hersteller mittlerweile auch genötigt gefühlt haben, ein Statement dazu abzugeben. Zum Beispiel habe ich einige Sachen bei Awakened Realms gebackt und Awakened Realms hat tatsächlich vor einigen Tagen an alle Bäcker eine Nachricht geschrieben, wo sie meinten, hier pass auf, wir wollen einmal kurz erklären, was für uns Kickstarter bedeutet, was für uns Crowdfunding bedeutet. Und zwar die Vertrauensbasis zwischen uns Herstellern und euch, die uns backen, das finanziell geben. Und für uns heißt auch EU-Friendly, dass wir im Endeffekt für uns die Shipping-Kosten versuchen, so gut wie möglich abzufedern, dass wir da gleich mehr Geld mit rein planen, auch wenn man nicht weiß, wie teuer das noch werden kann. Und dass wir uns um den Zoll und die ganzen Kosten, was den Zoll angeht, mit kümmern, dass wir das mit abfedern. Also das heißt, da Awakened Realms hat sich da tatsächlich genötigt gefühlt, da nochmal ein Statement zuzubringen, damit sie nicht in den gleichen Topf geworfen werden wie Seaman zum Beispiel. Und das kann tatsächlich jetzt, weil Seaman ja eine der größten Firmen ist, die Brettspiele auf Kickstarter finanzieren, könnte tatsächlich jetzt ein Umdenken bei vielen Leuten führen. Nicht nur, dass Seaman eine ganze Menge Leute verprellt haben, ich kann mir auch vorstellen, dass eine ganze Menge Leute jetzt sagen, sie werden einfach nicht mehr via Crowdfunding Brettspiele oder sonstiges finanzieren, weil da einfach versteckte Kosten kommen, die nochmal 50%, wenn nicht sogar noch mehr, des eigentlichen Preises oben drauf kommen. Ich habe auch das Problem tatsächlich gehabt, ich hatte bei Limbo Eternal War 1.5 habe ich mitgemacht, ich habe das erste Spiel damals gebackt, war ganz angetan, habe deswegen gesagt, beim zweiten, wenn sie die Regeln verbessert haben, plus eine weitere Fraktion, komm, mache ich einfach mit. Und als dann nachher der Pledge Manager offen war, habe ich geguckt und habe gedacht, puh, für das, was ich sowieso haben wollte, plus ein Add-on, hätte ich irgendwie 80 Euro an Shippingkosten zahlen müssen. Das fand ich heftig. Deswegen habe ich einige Add-ons rausgestrichen und habe nur 50 Euro an Shippingkosten bezahlt, internationale Shippingkosten. Aber das sind im Endeffekt der Preis, den ich halt bezahlen muss. Den muss ich einfach bezahlen, wenn ich das haben möchte. Ich habe auch sagen können, gut, dann ist das Geld halt weg. Aber ich will es halt haben und es ist einfach tatsächlich so, ich höre mich da aus verschiedenen Quellen um, es ist tatsächlich so, dass wir als Endkunden immer noch richtig wenig Kosten abgewälzt wird, was die Shippingkosten angeht. Das heißt, die Preise sind so enorm hoch geworden. Man muss dann auch überlegen, wenn zum Beispiel eine Firma Sachen verschiffen möchte, gerade bei diesen krassen Preisen, und dann haben wir halt diesen Fall, die haben alles in den Containern drin, beziehungsweise die haben alles im Hafen gelagert und das Ding soll dann losgeschickt werden, dann kommt plötzlich jemand anders und sagt, pass auf, ich zahle den doppelten Preis dafür und dann sagen sie, die Leute dann in China am Hafen, alles klar, beziehungsweise die Logistikfirma, alles klar, die Sachen, die drin sind, aber raus,
der Neue bezahlt mehr, der eine kriegt sein Geld zurück, zack, diese Waren rein und los damit. Das heißt, derjenige, der den zuerst hat, den Container, der steht mit seinen Waren jetzt immer noch am Hafen und muss noch zusätzlich die Lagerkosten bezahlen, bis der einen neuen Container hat, mit dem er dann abschiffen kann. Das heißt, da sind riesige Kosten, die für die Leute zukommen. Und wir als Verbraucher werden das immer mehr merken. Und genau das ist jetzt mit CoolMiniOnNot der Fall gewesen. Und ich habe jetzt schon des Öfteren den Spruch gehört, dass das jetzt vielleicht das Ende der großen Brettspielprojekte bei Kickstarter bzw. über Crowdfunding sein kann. Ob das der Fall ist, wage ich zu bezweifeln, weil die sind halt immer noch sehr erfolgreich und Siemen ist nicht die komplette Brettspielbranche. Aber ich glaube, es wird einen ganz großen Impact haben. Entweder kann ich mir vorstellen, dass viel mehr Firmen gleich höhere Preise von Anfang an ansetzen, weshalb weniger Leute backen werden. Oder dass vielleicht mehr außerhalb von China produziert wird, solange China einfach immer noch diese restriktive Corona-Politik fährt. Und wir müssen mal überlegen, die Logistikbranche hat sich immer noch nicht von dem Impact von Covid-19 aus dem Jahr 2020 erholt. Und jetzt kommt das noch alles obendrauf. Also das heißt, es wird die nächsten Jahre nicht wirklich besser werden in kurzer Zeit. Vor allem je nachdem, wie sich dann die Geschichte mit Russland und der Ukraine noch ausweitet. Das wird auch noch ganz große Einflüsse haben. Und das kann tatsächlich der Punkt sein, wo die großen Brettspiele per Crowdfunding wirklich vielleicht zurückgehen werden. Vielleicht ist das jetzt dieser Punkt, wo man gesagt hat, alles klar, da ist jetzt so ein Shitstorm entstanden, so eine krasse Sache, dass so viele Leute abgesprungen sind, die immer überall Geld hinwerfen, die das einfach nicht mehr machen werden. Vielleicht werden dadurch einfach kleinere Projekte dadurch mehr gefördert, vielleicht auch mehr digitale Projekte, weil da haben wir die Shippingkosten nicht. Aber tatsächlich könnte das vielleicht für die ganz großen Brettspiele jetzt ein Problem werden, dass vielleicht die große Zeit vorbei ist. Das weiß man nicht, das muss man beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Aber dass die Spieler ganz viel Haufen an Miniaturen und Kram für wenig Geld bekommen, diese Zeit ist auf jeden Fall vorbei. Dafür müssen wir alle sehr viel mehr zahlen. Natürlich hoffe ich, dass es irgendwann nochmal anders sein wird. Natürlich hoffe ich, dass diese Firma sich irgendwann groß entschuldigt, mea culpa, und dass alles wieder gut wird und irgendwie Goodies raufhaut. Und ich hoffe auch, dass das mit der internationalen Logistik alles viel besser wird, mit den Verschiffungen, dass es alles wieder besser wird zu normalen, vernünftigen Preisen, alles zu verlässlichen Geschichten, dass man auch die Lieferungen, dass die Lieferketten wieder funktionieren. Das ist alles wünschenswert und das wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder passieren. Nur ist die Frage, wann. Und ich hoffe natürlich, lieber früher als später. Für unser Hobby wird das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und für uns alle, die da natürlich Geld investieren, für unser Hobby dementsprechend auch. Nur muss da tatsächlich von der Branche jetzt ein ganz großes Zeichen kommen, weil, machen wir uns nichts vor, die große Brettspielbranche hat Kickstarter bzw. das Crowdfunding so pervertiert, dass es nicht mehr das ist, wofür es eigentlich war. Dass man kleine Projekte finanzieren kann, für die man sonst keine Finanzierungsmöglichkeit gefunden hat. Und zwar, dass die Leute da draußen, also wir und ihr, diese Sachen finanzieren können. Dafür war es ursprünglich gedacht und mittlerweile ist es natürlich für die großen Firmen nur ein risikofreies Vorverkaufsaktionsportal geworden. Und vielleicht geht es den Weg wieder in die andere Richtung oder wir werden einfach nur noch größere Firmen haben, die dann im Endeffekt sagen, das kompensieren wir, weil wir alles mit Geld zuwerfen, weil das können wir eh machen. Wer weiß, es ist spannend, was da passiert in nächster Zeit. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir einen gewissen Wendepunkt hier erreicht haben. Ob es nun in die eine oder in die andere Richtung geht oder ob dieser Wendepunkt auch eine längere Zeit dauert, ich bin gespannt. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen und wenn ihr da noch weitere Informationen habt oder wenn ihr da noch weitere Ideen habt, in welche Richtung das gehen könnte, was wären eure Thesen, schreibt das gerne in die Kommentare, das würde mich freuen. Und ich werde jetzt mich darauf freuen, dass mein letzter Siemen Kickstarter ankam ohne die erhöhten Kosten, Massive Darkness 2. Und das werde ich jetzt nicht spielen, ich werde mich in die Sonne gehen, aber vielleicht freue ich mich einfach zu Hause still über meine riesigen Kartons. Macht's gut! Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.